allgemeine Geschichtsschreibung, die hier an der BRD stattfindet, heißt, dass ein Holocaust an 6 Millionen Juden gegeben hat. Unbestritten. Das ist scheinbar, also unbestritten scheint es ja nicht zu sein, aber darüber kann ich keine Auskunft geben, weil ich weder ein Historiker bin, noch in der Sache geschichtlich studiert oder sonst sowas. Ich habe die Geschichte so wahrgenommen. Und Ihre persönliche Meinung dazu? Meine persönliche Meinung kann ich dazu leider nicht äußern, da will ich in einem freien Staat leben und ich meine Meinung nicht veräußern darf. Wenn ich sie äußere in bestimmten Themen, Punkten, dann würde das meine Freiheit kosten hier in der BRD und deswegen werde ich dazu keine Meinung abgeben. Die Meinung, die Sie nicht äußern dürfen, würde heißen, dass Sie sagen, es gab keinen Völkermord an den Juden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich behalte mir nur das freie Recht auf meine Meinung vor und das freie Recht auf meine Meinung bedeutet auch, sich für mich zu behalten in gewissen Punkten, der jetzt gerade hier stattfindet. Kommt auf die Dimension drauf an. Man kann es auch als Völkermord bezeichnen. Es sind ja immerhin 13 Millionen Deutsche ums Leben gekommen. Ja, wenn man einen Krieg anfängt, dann muss man vielleicht damit rechnen. Ja, das ist ein weites Thema, aber ja. Das ist heute nicht unser Thema. Ich war Mitglied der Republikaner und stehe auch heute noch dazu. Die Republikaner sind seit 3 Jahren nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Was gelten als rechtskonservative, demokratische Partei, gab es ein Urteil. Was finden Sie im Programm da besonders gut? Ich kenne das Programm im Detail gar nicht 100%, ich muss es ehrlich sagen. Sie finden einfach nur die Partei toll? Nee. Als Überzeugung bin ich damit beigetreten. Aber dann Sie doch wissen, was Sie vertreten.
gerade mit Koko. Ja? Das ist nur die Kopierung für den kleinen